Moin zusammen, ich möchte euch gerade noch vorstellen einen Hammer Drill, einen Bohrhammer. Wie bin ich auf das Teil gekommen? Naja, zum einen über den Einhell Hiroko, kleiner, kompakter 18 Volt Bohrhammer, der aber auch da einen Drehstopp hat. Die meisten haben ja nur Bohren, Bohrhämmern, also Schlagbohr. Dieses Teil hier hat noch zusätzlich einen Drehstopp. Ja. Hier Verriegelung und zack. Diese Position hier dient dazu, wenn du hier einen Drehmeißel drin hast, dass du den in der richtigen Position zu deinem Handgriff hast, zu dem Gerät hast. Also das ist die eigentlich wichtige Position oder war diese wichtige Position für mich. Zum anderen natürlich als direkter Vergleichspartner zum Parkside Performance Kombi Hammer. Den haben wir ja schon mal getestet im Vergleich zu dem grünen Bohrhammer. Und er hier fiel mir dann auf, wo ich mal bei eBay geguckt habe, nach dem Begriff für Makita. Da tauchte dann plötzlich der hier auf, nämlich dediziert für Makita-Akkus. Ob zweireihig, da passen sie hervorragend. Ja. Ob einreihig oder ob dreireihig, hier so ein 9 Ampere-Stunden Akku, das ist egal. Ob die Nachbauten oder ob du Original-Akkus verwendest, ist auch egal. Hier zwei Kontakte nur, also schon etwas anders als Original Makita. Das Ganze ist natürlich, oder nicht natürlich, sondern mit einem bürstenlosen Motor versehen. Pneumatisches Hammerwerk, das gehört eben zu einem Bohrhammer. In diesem Fall ist der Kraftverlauf eben linear. Bei einem Parkside war das von unten der Motor. Drehzahlverstellung und dann über die Umlenkung hier ins Getriebe oder in die Pneumatikeinheit. Hier unten ist eine Spannungsanzeige. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber die ist dann hier. Sie macht den Eindruck, als wäre hier noch so ein Drucktaster, damit man Geschwindigkeiten einstellen kann. Ist aber keiner drin. Die Maschine wird ausschließlich hier über den über den Gasgriff hier gesteuert, oder die Geschwindigkeit. Hier ist die Drehrichtungsumstellung, das heißt also hier die ist relativ tief versenkt, dass man sie nicht einfach so verstellen. Wie ist das hier mit der Stufenlosigkeit? Guck mal hier noch gerade vorsichtig. Also man merkt, es ist zwar ein stufenlos zu betätigender Schalter, aber das Ganze ist nicht stufenlos, sondern also ein bisschen stufig. Geliefert wird das in dieser Verpackung hier. musste auch schon nachverpackt werden. Da drin enthalten ist eine Luftpolstertüte und die Bedienungsanleitung und hier der Pin, damit du einen tiefen Anschlag dann auch benutzen kannst. Ja. Gezahnt, wird einfach hier reingesteckt und dann, Die Bedienungsanleitung ist ganz lustig, Lion, da kann man schnell durchlesen. Die Rückseite und einmal hier und wie man sieht, ist das für alles, also für den ganzen Kram, den die hier möglicherweise alles für Makita-Akkus haben. Jo. Und was ist natürlich das Attraktivste an der ganzen Geschichte? Der Preis. Das heißt, dieser hier kostet knapp unter 50 Euro inklusive Versandkosten. SDS Plus Aufnahme hier ganz normal und Schlagkraft oder Schlagenergie, 2,2 Joule. Kleine Parkside hatte 1 Joule, der große Parkside 3 Joule. Er ist also da mittendrin.
Wie sich das dann in der Praxis auswirkt, das werden wir dann sehen. Und naja, für die Hälfte des Preises von einem großen, von dem Parkside Performance, beziehungsweise für den gleichen Preis wie den grünen Parkside, in dieser Ausstattung hier mit der Schlagenergie eigentlich ein ganz gutes Schnäppchen oder ein ganz gutes Angebot für den Preis. Service ist hier natürlich ja, gar nicht, ne? Also chinesisch halt. Man könnte es zurückgeben, aber wer macht das dann schon? Beziehungsweise, was machen dann die Chinesen? Wenn du also wirklich Service brauchst, dann ist es vielleicht das Sinnvollste, oder die Maschine hart rannimmst, ist es vielleicht das Sinnvollste, dir davon zwei zu bestellen. Die Farbgebung hier, naja, kann man sich drüber streiten. Ich habe da schon ein bisschen mit gearbeitet und hier sieht man mal wieder, wie gut das ist, wenn man ein glattes Gehäuse ohne diesen TPE-Mist hier hat. Man kann es schnell sauber machen und weiß ist gar nicht so übel, weil dieser Staub, der Bohrstaub, ist nun mal hell. Ich will nicht sagen weiß, klar, wenn du Ziegel bohrst, dann ist er rot. Wenn du hier in diesem Betonstein da, wenn du den zermalst, was anderes ist das ja nicht, zerschlagen, zermalen, ja, dann hast du eben weißen Bohrstaub und das sieht man dann nicht so. Wichtig ist natürlich, dass man sich hier diese Antivibrationshandschuhe anzieht, weil du hast natürlich keine Vibrationsdämpfung. Bei Hirokko oder bei anderen Bohrhämmern hast du natürlich da eine mehr oder weniger effektive Vibrationsdämpfung. Das muss man damit einkalkulieren. Schon alleine deswegen ist das jetzt preiswert. Es ist dann preiswert, wenn es dir den Preis wert ist. Wenn du nur ganz gelegentliche Arbeiten durchführst, macht es keinen Sinn, ungefähr den 3- bis 4-fachen Preis für einen Einhell oder für einen Bosch-Hammer auszugeben. Oder sogar noch mehr, 5-fachen Preis. Wenn du nur mal einen Fliesenspiegel, einmal einen Fliesenspiegel abhauen willst und dann nie wieder, dann reicht so ein Ding. Ja, wenn du nicht gerade mit Hammer und einem entsprechenden Flachmeißel arbeiten willst. Ist das Ding jetzt hier leichter als der schwarze Parkside? Ist es? Ja. Ist aber deutlich schwerer als der grüne. Dafür arbeitet er schneller. Er arbeitet aber auch etwas langsamer als der, sollte etwas langsamer arbeiten als der schwarze Parkside. Das muss man individuell selber abwägen, aber ich denke mal, für sein Geld bekommt man eine entsprechende Gegenleistung. Man kann jetzt zurzeit nicht sagen, das ist eine komplette Fehlinvestition. Insofern ist das wieder mal eine sehr individuelle Entscheidung, ob du es brauchst oder nicht, ob du dafür wirklich Verwendung hast oder nicht. Zum professionellen Arbeiten möglicherweise nicht so toll. Mein erster Eindruck ist, bis jetzt ist okay. Es geht jetzt um Bohrhämmer und zwar ganz speziell um die Neuerwerbung ihn hier von dieser Firma hier. So oder so oder so zu lesen. Naja, also auf jeden Fall ein Hammer Drill und wie man hier unschwer an der Aufnahme sieht, plus minus für Makita und Makita Nachbauakkus, jedenfalls so schön gebaut, dass man das auch mit einer Hand einsetzen kann. Ja, deswegen habe ich mir den noch mal extra geholt. Der ist übrigens genauso teuer wie er hier, der Parkside Akkubohrhammer PAB H20LI-B2, jeweils immer ohne Akku, natürlich. Der kostet neuerdings knapp unter 50 Euro und der ebenfalls ohne Akku. Allerdings mit einem Handgriff. Und was hat er hier dem da voraus? Nun ja, das da, nämlich eine Schaltstufe Drehstopp, sprich also nur Hämmern. Und da suchte ich ja schon lange nach einem, ja, ich sag mal, handlichen Ersatz beziehungsweise eine Ergänzung zu ihm hier. Ja, Parkside Performance Akku Kombi Hammer PKHAP 20LI A1. Ja, der hatte mal in dieser Aufmachung, allerdings ohne Akku, etwa knapp 100 Euro gekostet. In der Zwischenzeit sind sie, glaube ich, dann sind sie mal auf 90 runter, jetzt auf irgendwie 80 oder sowas. Auf jeden Fall grob gesagt, etwa doppelt so teuer. Also der hier ist etwa doppelt so teuer wie er hier. Schlagenergie, angegeben mit 3 Joule.
die Schlagenergie hier angegeben mit 2,2 Joule, die Schlagenergie von dem kleinen hier mit 1 Joule angegeben. Naja, und das hatten wir ja auch so ziemlich genau in einem Test rausbekommen. In einem Test mit was oder gegen was? Gegen Steine, klar. Und zwar in erster Linie hier gegen den dicken Betonbrocken, dann noch ein paar Betonsteine, vielleicht noch ein bisschen gegen Marmor. Und zwar einmal hier den Härtetest mit 14 mm, Doppelkrone, Doppelschneide und normale 10 mm und 8 mm Einfachbohrer für Stein. Also im Grunde genommen das, wo sich so ein Bohrer und Bohrhammer eigentlich wohlfühlt, und so ein bisschen hier die Ecken anknabbern. Da werden wir mal die Hammerfunktion, die reine Schlagfunktion dann testen. Was ist hierbei auffällig? Der Lieferumfang. Parkside wie gewohnt mit einem Koffer. Übrigens in diesen Koffer hier bei dem kleinen passt nicht der große Akku dran. Allerdings Platz für zwei kleine Akkus. Die Bohrfutter hier und hier habe ich mir noch extra gekauft, weil die natürlich auch eine reine Drehfunktion haben, also eine Bohrfunktion. Den hatten wir schon mal besprochen und ja, er sieht mächtiger und größer aus als er hier, aber das gucken wir uns mal gerade an. Von den Abmessungen her, tada, sind sie nahezu identisch. Wenn man sie übereinander legt, nur eben der Akku ist bei ihm hier in der Mitte, bei ihm hier hinten. Okay. Ja, nur der Vorteil von diesem Gerät hier ist, dass sowohl Akkus, Makita-Akkus und Ladegeräte, diverse Ladegeräte zu haben sind. Er hier ist auch in der Gehäusefarbe schwarz, rot und dieses Makita grün, blau zu erhalten. Und zwar aktuell zu erhalten, während er hier nicht verfügbar ist online und erstaunlicherweise gestern Abend nochmal geschaut, weder Akkus noch die Akku-Kombi mit einem kleinen Ladegerät. Das ist mehr als traurig. Also werden wir mal schauen, wie sich hier unser Makita-Ersatz gegenüber ihm hier schlägt. Die beiden hier, Parkside haben wir ja schon mal getestet gegen einen Boschhammer. Also brauchen wir heute uns nur noch auf ihn hier konzentrieren. Konzentrieren, Größenvergleich haben wir gemacht. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Wie viel wiegt denn so ein Teil betriebsbereit mit einem Akku? Und das hier. So, jetzt kommt das Gewicht des betriebsbereiten Hammer Drill Makita Nachbau. 3173 Gramm. Ja, und ehe ich das vergesse, hier unser weißer Kollege wird natürlich ebenfalls mit einem ähnlichen Tiefenanschlag geliefert. Nur diese Zahnstange hier hat übrigens auch die gleichen Abmessungen. Kann man so 1:1 hier reinsetzen. Die habe ich mir jetzt erstmal geschenkt. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt da dran. Und da muss ich noch eine Kleinigkeit ergänzen. Da alle beide, nicht oder alle von diesen Helden hier, Bohrhämmern, nicht über eine Vibrationsdämpfung verfügen, nämlich meine Anti-Vibrationshandschuhe, fetten. Da kann ich entweder hier mit so einem Mehrzweckfett oder eben, was ich als ganz gut empfunden habe, auch mit diesem Gleit- und Schmierfettspray. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ein weißes Zeugs, und das kann man eher genau in diese Aufnahmen rein sprühen. Wobei, naja, es ist eben eine Philosophiefrage, ob man hier
dann diese Schutzkappe, Staubschutzkappe vorher abnimmt oder nicht. Ob man das hier direkt reinfettet oder ob man den Schaft hier von so einem Meißel dann fettet oder ein Werkzeug überhaupt fettet. Wichtig ist, man fettet überhaupt. So, sonst steigt der Verschleiß an und das ist nicht so schön. Gut, prima. Versuchsaufbau für hier den Makita Nachbau Hammer Drill. Und zwar der mit der reinen Drehstoppfunktion. Diesmal in weiß. Mal schauen, wie er sich so schlägt. Da haben wir erstmal ein bisschen vorbereiten. Klein bisschen Fett rein. So. Wie gesagt, man kann das auch per Hand oder sonst was da drauf machen. Das ist ziemlich egal. Wir fangen gleich mit der größeren Aufgabe an. Hier haben wir schon einen Riss drin. So. Ja, geht so. Okay, jetzt haben wir hier auch so einen kleinen Fettrand drumherum. Das sollte eigentlich genügen. Handschuhe anziehen. Die bringen doch eine ganze Menge. Ja. Richtige Einstellung, auch mit Handschuhen zu betätigen, auf Hammer bohren, nur bohren wäre schlecht. Okay, das Ganze ungefähr 9 cm, ja, so die Gegend. Ja, dann lass uns mal loslegen. Handgriff mag das vielleicht besser sein. Und das mit dem kleinen Akku. Ich hole jetzt mal den großen, den 9 Ampere Stunden Akku. Mal gucken, wie schnell er dann damit ist. Einmal der 9 Ampere Stunden Akku. Auch ein Nachbau-Akku, klar. Und jetzt schauen wir mal. Auch ganz gut. Und jetzt machen wir doch vor Spaß noch mal einmal einen mit dem Parkside. Das müssen wir uns gönnen. Aktuelle Tagesform, ist die möglicherweise entscheidend, ja oder nein? Den hier hatte ich ja schon mal gefettet. Okay,
auch auf Hämmern und Bohren stellen. Auf höchste Drehzahl. Richtige Richtung. Und wir versuchen es. Fertig und Moment. Los hier, was? Ich habe fast das Gefühl, als ob er hier doch noch etwas munterer wäre als er hier. Tja, bei den Preisen, ja, kann man das wohl auch erwarten. Jetzt nehmen wir mal einen 8 mm, wo wir eigentlich für die Teile dieses Kalibers viel zu wenig, aber trotzdem. Hier müsste es eigentlich noch gut sein. Ja, der bricht also einfach unten durch. Und er hier. Rückwärts, 10 mm. Bisschen schneller. Und jetzt machen wir das Ganze. Da ist alles unten durchgebrochen, ich weiß. Deswegen auch hier unter anderem die Folie darunter. Bisschen meißeln, und zwar ihm hier noch mal an der Kante lang zum Vergleich, und dann ihn hier.
Schwamm hier. Dafür gibt es den Dreh. Eigentlich sollte er sich hier ausrichten. Anziehen. Das finde ich nicht so schön, dass man den hier nicht so schön drehen kann in Position. Jetzt wollen wir gerade bei ihm noch mal prüfen. Das ist auch etwas schwierig. Moment. Okay, mit der Zange geht's, mit der Hand ist problematisch und auf dahin drehen. Ja. So, jetzt geht's. Jetzt geht's plötzlich. Ist er fest. Ja. Also, gegen tut das. Scheint nur noch so eine kleine Millimeterchen Sache zu sein. So rein vom Handling her sind sie beide in etwa gleich. Und das Gewicht etwas geringer. Seht ihr hier. Nur ja, der Preis. Und der Einsatz. Ne? Wenn dir also ein bisschen höhere Schlagkraft, ein bisschen größere Bohrgeschwindigkeit, doppelte Preis wert ist, vielleicht. Im Service sind sie beide gleich. Ja, sparsam. Der hier wird von Parkside sowieso weggeworfen. Ersatzteile gibt es nicht. Kosten 9,5 oder 5 Jahre. Und er hier, so, China halt, ne? Willst du Ersatzteile haben, kauf dir besser zwei. Dann bist du beim gleichen Preis, aber du hast hier wenigstens Ersatzteile. Und einen zweiten funktionierenden. Das heißt, du kannst meißeln und bohren, ohne Werkzeugwechsel. Könnte auch ein Vorteil sein. Ja. Man weiß es nicht. Kommt immer auf den Einzelanwender an, ne? Und jetzt nochmal einen schnellen Blick auf die Gehäuse. Es macht doch einen kleinen Unterschied, ob man ein schwarzes oder ein weißes Gehäuse hat. Bei ihm hier sieht man schon ein bisschen was. Bei ihm hier sind die Kampfspuren nicht so zu sehen. Hier so ein Metallgehäuse lässt sich natürlich besser abwischen als ein schwarzes Gehäuse. Aber dieser schwarze DPE-Quatsch, der versifft doch deutlich eher als ein glattes Gehäuse, vor allen Dingen noch eins in helleren Farben. Ich das vergesse. Ha! Ich wollte ja noch einen kleinen Gleitauftest machen, und zwar mit zwei Bohrfuttern. Rundlauftest mit zwei Bohrfuttern, unterschiedlichen Plastikdingen und einem Metallhülsenbohrfutter. Jeweils mit der SCS Plus Aufnahme, und einspannen werde ich da einen 8 mm Stahlstift, da kann man das vielleicht am besten sehen. Hat auch den besten Rundlauf. So, fangen wir an mit ihm hier. Hoppala.
da der keinen Spindellock hat, sind das zwei Hülsenbohrfutter, das Ganze auf Ohren stellen. Ist also, ja, es dreht sich, aber viel, ne? So. Eine. Das andere. Das ist übrigens noch mit Radialverriegelung. Okay. Na, ja, es ist sehr schön, dass dieser Schalter hier recht tief im Gehäuse sitzt. Nicht so versehentlich bedienend. Aber das sieht man auch. Noch ein kleiner Test, und zwar haben wir hier spezielle Bohrfutter oder beziehungsweise Aufnahmen für Bit-Bohrer. Das ist toll. Das probieren wir auch mal aus. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ein CS Plus Bit-Aufnahme und ein Bohrer mit entsprechenden 1/4 Zoll oder als 1/4 Zoll Bit ausgelegt. Nicht ganz so einfach, weil der ist natürlich dafür gebaut, Schlagbohrarbeiten durchzuführen, und deswegen wackelt das ein bisschen hin und her in der Aufnahme. Ja, wollen wir mal gucken. Das ist die große Frage, ist dieser Bohrer krumm oder liegt es da dran? Moment. So, wenn wir hier schon mit Parkside rumhantieren, ihn ja auch gleich zunehmen. Der läuft eigentlich ganz gut gerade. Den Stift noch mal einspannen. Unterschied zu ihm hier. Okay, also zum reinen Bohren, es dreht sich.